Was ist das hier? Intensive Care Unit. Security request retrieved. He left me. I woke in the dark with them scratching in the walls. Scratching like rats. And you all locked me in with them. Fuckers. I'll cut them out. I'll cut them out. I'll cut them out. What? Wen schneidest du raus? Aber jetzt Security? Ich habe das jetzt nicht ganz mitbekommen. Nee, Security Clearance ist immer noch bei 0. So, irgendwie spinnt mein Controller gerade ein bisschen. Ein mittleres Medipack, das ist doch mal was, was uns helfen könnte. So, jetzt geht es dem Isaac auch gleich besser. Und wir haben ja noch zwei Stase-Packs, oder? Ne, eins haben wir nur noch. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie sinnvoll wäre. Wir schauen mal. So, Plasma-Energie. Die Stelle war mir noch irgendwie bekannt. Oh. So, wir gehen jetzt erstmal hier weg. Ja, schön, aber das macht gerade ein bisschen... So. Hat mich der Erfolg irgendwie, den ich gerade hatte, irgendwie so ein bisschen irritiert. Aber es ist jetzt okay gelaufen. Also es waren jetzt nicht zu viele Schuss, die irgendwie sinnlos verballert wurden. Emergency Room is locked. Audio lock. Mercer, it's Terrence Kine. You were in surgery, so I left this with Warwick. He'll be discreet. I just got the latest report from Aegis 7. The situation's worse than Captain Mathias will admit. 40% of the colony's population is now showing symptoms. Depression, hallucinations, more violence. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. Mercer, maybe I was wrong. We need answers, by any means possible. That patient, Brent Harris, might be our last hope. Wer ist Brent Harris nochmal? Okay. Einmal von oben nach unten durch, oder wie? Ah. Isaac, nicht in den Helm kotzen. Das war gerade so ein Ruhr. Das würdest du dir vielleicht sparen. Security Level 2. Oh Gott. Ja, die Leute hier sind so ein bisschen am Durchdrehen. Hört mit dem Flüstern auf. Scan Rig to unlock Workstation. Scan Rig? Kann ich meinen Rig scannen oder ist das einfach nur... Okay, da kann ich wahrscheinlich nichts machen. Okay, okay, okay. Da ist eine Speicherstation. Hier ist locked. Dr. C. Mercer. Oh, das ist das Büro von dem Mercer. So, dann nehmen wir mal das hier. Ja, ja, passt schon. Überspeichern das Ganze und fertig. Panik! Panikmodus! So, der kommt da rein. Dann geht doch der Fahrstuhl wieder.
zum Leichenschauhaus. Okay. Puff. O2. Okay. Überall sind hier Sauerstoffstationen. Das sollte mir irgendwie, glaube ich, Sorgen machen. Okay. Du siehst mir noch ein bisschen zu intakt aus, Kollege. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich habe einen Grund dafür. Ja, so siehst du gut aus. So bleibst du bitte auch. So, noch irgendjemand? Noch jemand ohne Ticket? Nein? Da haben wir was drin? Nein. Stase. Kann man dich auch wieder runternehmen? Ja, kann man. Sollte man vielleicht auch. Es tut mir echt leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. So, da können wir rein. Ich würde nur gerne schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt. Du liegst noch rum. Und du liegst noch rum. Ne, das ist nur ein Kopf. Was war das? Ist dein Bein rausgefallen? Hey, der Einzige, der hier mit Körperteilen wirft, bin ich, ja. Und so ist gleich mal hier. Sag mal, ziehe ich jetzt alles aus dem raus, außer den Körper? So. Du hast noch zu viel. Mein Gott. Geht das noch weiter hier? Ich möchte den da aufheben. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie erst die Leber und die Nieren entfernen. So. Ich hoffe mal, ich habe jetzt genug aufgeräumt. Das hat alles einen Sinn und Zweck, warum ich das tue. Da noch irgendwas? Da leuchtet doch irgendwas. Ne. Wo kommt der ganze Nebel her? So. Jetzt nochmal da rein. Gott. So, liebe Zeit. Weg mit dem. Isaac, steh auf. Oh, du hältst aber ein bisschen mehr aus, als du solltest, ne? Was zum... Ich wollte das nicht aufheben. Weg, weg, weg. So, jetzt gib mir das mal bitte her und dann ist das ja alles ein bisschen länger. Mein Gott. Ist ja immer noch am Leben. Was ist denn sowas? So, jetzt bitte mal ein bisschen Entfernung zwischen das Vieh und zwischen Isaac. Wow.
Echt jetzt? Unglaublich. Isaac, what's your status? You have the captain's rig. Fuck me! Ugh. Transmitting codes now. I saw it, Hammond. A flying one turned the captain's body into another one of those things. The same must have happened to Chen. God. Maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back to the security checkpoint. It's safer there. At least I can upgrade your clearance. Ich habe irgendwo einen Körper vergessen. Die halten echt viel aus. Ups, was ist es hier? Security Clearance ist Level 1. Das heißt, ich kann da jetzt lang. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo die ganzen Möglichkeiten waren, die Türen aufzumachen, aber können wir mal was probieren. Obwohl, wir müssen das ganze Schiff wieder ablaufen, habe ich jetzt keinen... Nehmen wir Moment, das machen wir jetzt wohl nicht. Wir wollen ja auch so ein bisschen der Story folgen und jetzt nicht zu sinnlos rumrennen. Wir gehen jetzt erstmal in den Fahrstuhl hier rein. Die halten echt viel aus. Es ist halt einfach so. War das schon wieder? Isaac. I'm here. What the hell's happening? The computer says the Ishimura's engines are offline. We're on a decaying orbit toward Aegis 7. Oh god. I have to get to engineering. There's no time. That tram station's offline. Unless... Here. Head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. Go to security station. Na, passt. Mein Gott, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Sag mal, sind das hier eigentlich wirklich Medizinareale, wo halt Leute verarztet wurden, oder ist das eine Geisterbahn? Meine Güte. Kann man da was machen? Nice. Danke. So, jetzt wollten sie natürlich dem Spieler schon so das erste Erfolgserlebnis geben, glaube ich. Und haben deswegen dafür gesorgt, dass man jetzt hier die ersten Sachen öffnen kann. Level 2. Level 1. Na komm, heb auf das, was da drin ist. So. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da noch was drin war. In dem Hallway hier, oder ob das... Ne, es ist 2. Kannst du noch mal ganz kurz ablaufen, weil da hinten, glaube ich, waren ja auch noch mal... Waren da nicht noch mal 2 Kisten? Ich bin mir halt einfach überhaupt nicht sicher gerade. Aber ich möchte auch nichts übersehen. Natürlich, klar. Also ich möchte dann auch, dass wir hier alles irgendwie so ein bisschen uns anschauen. Und möglichst auch viel mitnehmen. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Da kommen wir jetzt auch weiter, oder? Ne, da kamen wir jetzt her. Okay, da war ja das abgesperrte Areal und da sind wir jetzt weitergekommen. Passt. Sehr gut. Power Note konnten wir uns jetzt nehmen. Das heißt, wir haben jetzt wieder... Wir haben 3 sogar schon. Das ist gut. Kann sich sehen lassen. So, dann werden wir mal ganz kurz wieder ein bisschen hier unsere Bestände auffüllen. Gott. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen Gold-Semikonductor, den verkaufen wir gleich mal. Und ein Plasma-Cutter-Upgrade werde ich sicherlich nicht verkaufen. Werde aber zum Shop und werde jetzt hier mal investieren in 18 Schuss. Schon wieder ein bisschen besser aussieht hier. Gut.
Das hat jetzt das Blöde. Ich habe mir jetzt überhaupt nicht gemerkt, wo diese ganzen Level 1 Areale waren. Oh mein Gott. Mach auf die Tür. Ich habe gerade erst Munition gekauft, ihr Penner. Die Musik hört nicht auf. Ist da noch einer? Das ist ein Ja. So, jetzt hat er auf uns geschossen. Toll. Also ja, super, dass wir gerade uns Munition gekauft haben und die uns die wieder aus der Tasche ziehen. Hatte der jetzt was fallen lassen und ich habe es jetzt schon aufgehoben und nur nicht mitbekommen, oder wie? So. Haben die nichts fallen lassen? Nicht, ist aber nicht so cool. Coolen Pipelines. Leute, was ist jetzt los? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Na, das ist ja auch lustig, dass er sich da einfach über mich drüber setzt und von oben runter schießt. Der traut sich, ja. So, ich habe gerade gesehen, dass das gut funktioniert hat gegen den Spitter. Da kommt hier auf den Boden oder mach irgendwas. Wie weit willst du noch ran? Jetzt lösen wir das mal so. Keine Lust, immer auf dich zu schießen. Ist da noch irgendwo einer? Ich denke, das langt's aber auch. Was soll das? Wie viele Gegner sind das jetzt bitte? Ich muss aufhören, in diesen Panikmodus zu verfallen. Unglaublich. Aber ja, das passiert halt, ne? Wenn man das unbedingt auf Hard spielen möchte, dann muss man natürlich auch mit stärkeren Gegnern und so sich auseinandersetzen.